Nintendo 64. Und ein Mond, der sich dem Horizont nähert, während ein Reiter auf einem Pferd über die Prärie reitet. Ja, wie es einige von euch sicher gesehen haben, werde ich The Legend of Zelda Ocarina of Time Let's Playen. Ich habe dieses Spiel selber noch nie gespielt, beziehungsweise nur das Anfangsdorf, um einfach die Steuerung auszuprobieren. Ja, und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal mit dem Spiel an. Ja, ich spiele natürlich auf Deutsch und nehme die Datei 1 und ich denke mal, ich werde mich Dring nennen. So. Und damit öffnen wir die Datei und fangen mit dem Spiel an. Es war einst in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Dekobaum über die Kinder des Waldes. Jedem der Kokiri schenkt der Wächter eine Fee. Als seine Abgesandten schützen sie jene reinen Herzens. Das Schicksal hat jedoch einen auserkoren, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen vergangener Zeiten zu entfliehen. Und anscheinend schläft er gerade. Mit offenen Augen. Und dort öffnet sich eine Zugbrücke. Und ein Pferd galoppiert heran. Aber was ist das? Unser Held steht diesem Pferd gegenüber. Und ich glaube, das ist Prinzessin Zelda, aber ich bin nicht sicher. Und Ganondorf ist erschienen. Und das scheint unseren Held sehr zu erschrecken. Navi, Navi, wo bist du? Erscheine. Navi, holde Fee, höre die Worte des Dekobaumes. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrules zu besiegeln. Für lange Zeit war ich es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Hyrule wieder auf den Pfad des Lichtes führen. Navi, geh nun, finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Meine Zeit ist fast vorüber. Mir bleiben nur noch wenige Stunden. Flieg, Navi, flieg! Das Schicksal des Dorfes, gar das der ganzen Welt, liegt in den Händen dieses Jungen. Oha, das ist ziemlich harte Nuss für uns, denke ich mal. Boah, und da scheint jemand ein wenig zu viel getrunken zu haben. Sieht auf jeden Fall nicht sonderlich linear aus, was unser der Kameramann hier fliegt. Oh, der ackert schwer. Und was sucht er? Ah, anscheinend hat er das Haus gefunden, zu dem er will. Und oh, das muss wehgetan haben. Nun ja, ein Dino, der mit jemandem kämpft. Und jetzt geht es ins Haus, wo sich, soweit ich weiß, Link liegt. Genau! Und Navi wird jetzt versuchen, ihn zu wecken. Hallo, Dring, wach auf! Der Dekobaum hat dich zu sich gerufen. Dring, wach auf! Los, komm schon! Sollte die Zukunft Hyrules wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen?
Naja, und er wacht endlich auf. Tja, scheint wohl eine ziemlich lange Nacht gewesen zu sein. Ja. Und... Na, endlich bist du aufgewacht. Ich bin Navi. Der Dekubaum bat mich, dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen. Der Dekubaum hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf. Okay, steh ich mal auf. Und dann gehe ich mal direkt raus. Kokiriwald. Hui. Und da kommt auch schon unsere Freundin angelaufen. Was sie uns wohl zu sagen hat. Guten Morgen, Dring. Okay. Dann würde ich sagen, sprechen wir doch einmal mit dir. Reden. Hey, eine Fee! Endlich hast du auch eine Fee, Dring. Wow, das ist cool. Ich freue mich für dich. Nun bist du ein wahrer Kokiri, Dring. Ist es wirklich wahr, der Dekubaum möchte, dass du zu ihm kommst? Es ist eine große Ehre, vor den Dekubaum treten zu dürfen. Ich werde hier auf dich warten. Geh nun, denn der Dekubaum hat dich gerufen. Okay, dann gehen wir mal. Sieht so aus, als wäre da hinten der Dekubaum. Ja. Oh, und da versperrt uns jemand den Weg. Dann reden wir einfach mal mit ihm. Hey, du feenloser Versager! Was hast du mit dem Dekubaum zu bereden? Ohne Fee bist du nicht mal ein richtiger Mann. Was? Du hast eine Fee? Und der Dekubaum hat dich zu sich gerufen? Was muss ich da hören? Wieso sollte er dich und nicht den großen Mido zu sich rufen? Das kann nicht sein. Ich glaube es einfach nicht. Du bist nicht einmal richtig ausgerüstet. Wie willst du dem Dekubaum denn ohne Schwert und Schild gegenübertreten? Was? Das stimmt. Ich bin auch nicht ausgerüstet, aber das ist etwas anderes. Wenn du passieren willst, solltest du wenigstens mit einem Schwert und einem Schild ausgerüstet sein. Verschwinde. Schild und Schwert. Oh, dann klappern wir einfach mal die Häuser hier ab. Vielleicht wird sich da schon irgendwas finden. Und das hier ist das Haus der Zwillinge. Oh, ich glaube, Navi wollte etwas von uns. Anscheinend nicht. Oh, Vasen. Können wir kaputt machen. Und stirb. Vase. Und dann reden wir mal mit ihr. Meine Schwester hat einige Rubine genommen und ist zum Kokiri-Laden gegangen, um dort einzukaufen. Apropos Rubine. Je größer deine Börse ist, desto mehr Rubine kannst du tragen. Okay. Wenn sie das meint. Ja. Was will der? Dieser großmäulige Mido. Ich muss für ihn das Unkraut vor Salias Haus entfernen. Er hat Salia erzählt, dass er für sie, das für sie erledigen würde. Und nun muss ich es tun. Salia und du, ihr seid doch gute Freunde. Hilfst du mir bei meiner Arbeit? Du darfst auch alles behalten, was du findest. Na, gucken wir mal. Und anscheinend ist Link dazu zu schwach. Oder? Ja, sieht wohl so aus. Dann gehen wir halt einfach mal hier in das Haus. Und? Ist überhaupt wer? Sieht nicht so aus. Nur ein paar Herzen. Okay. Was ist, wenn wir jetzt hier hochgehen? Kann man da hoch? Ja. Nein, doch nicht. Ja. Okay, hier gibt's ein paar Herzen. Und... Ey! Das war ein Glückssprung. Und ich wette, ich falle hier gleich runter. Oder? Nein, ich schaffe es ganz gut durch. Reden wir mal mit ihr. Du hast einen beschwerlichen Weg hinter dir. Du scheinst ein wahrer Held zu sein. Sieh doch nur, ist die Aussicht nicht wunderschön? Wechsle den Blickwinkel mit nach oben
und nutze das Steuerrad, um die Sicht zu genießen. Machen wir gleich, nachdem wir die Rubine eingesammelt haben. Sicht genießen. Ich glaube, wir gehen gleich einmal kurz da hinten hin. Das sieht wichtig aus. Oh, Naviverse an uns. Listen. Der Weg zum Dekobaum befindet sich im Osten des Dorfes. Wir sollten uns beeilen. Ja, Navi. Super. Ja. Was steht da geschrieben? Du springe von Stein zu Stein. Du springst automatisch, sobald du auf einen Vorsprung oder einen Abgrund zuläufst. Okay. Probiere es bei den Steinen aus. Du wirst sehen, es macht Spaß. Ja. Ich denke mal, das werden wir später auch noch sehen, dass es wirklich richtig Spaß macht. Oh, und wir haben 5 Rubine bekommen. Nur für ein bisschen Hopsen. Vielleicht gibt's das hier auch irgendwie. Kann man ja mal gucken. Nein. Daneben. Naja. Dann gehen wir... Oh. Heidring, schau zu mir herauf. Mit Z schaust du mich an. Und mit A kannst du mit mir reden. Wie süß. Reden wir mal dir. Gut gemacht. Dies war mit Hilfe deiner Fee möglich. Wie schön, dass auch du endlich eine ständige Begleiterin hast. Ich werde dich lehren, ihre Kräfte richtig zu nutzen. Fliegt deine Fee zu einem Objekt oder einer Person, drücke Z, um dorthin zu schauen. Drückst du Z und dann A, kannst du mit weiter entfernten Personen sprechen. Wenn du kein Ziel erfasst, kannst du Z nutzen, um geradeaus zu schauen. Versuche es. Keine Person erfassen? Z drücken? Ja, bringt mir nicht sonderlich viel, aber... Naja, egal. Reden wir mal mit dir. Manche Dinge in diesem Laden findest du auch im Wald. Den Deku-Schild jedoch nicht. Ihn musst du kaufen. Weißt du, wie man den Deku-Schild richtig einsetzt? Hast du den Schild erhalten? Drücke Start, um zu den Menüs zu gelangen. Begib dich nun zum Ausrüstungsmenü. Hier wählst du mit dem Cursor den Schild, mit dem du dich ausrüsten willst, und drückst A, um deine Wahl zu bestätigen. Ist der Schild gewählt, kannst du ihn mit R einsetzen und mit Rad seinen Winkel verändern. Willkommen! Wir verkaufen Schilde, aber keine Schwerter. Ja, schön. Da gibt's nichts für mich. Hier ein Schild und der kostet 40 Rubine. Das ist noch ein wenig zu viel für uns. Also denke ich mal, wir werden uns erstmal ein wenig Rubine besorgen. Und schaffe ich's? Schaffe ich's? Ja, sehr schön. Da waren wir schon. Da gehen wir einfach mal in das Haus dorthin. Sprechen gleich mal mit ihr. Oh, du besetzt endlich eine Fee? Das ist cool, Dring. Was? Der Dekobaum hat dich zu sich gerufen? Das ist eine große Ehre. Es kommt selten vor, dass der Dekobaum jemanden zu sich ruft. Er ist der Hüter der Wälder und hat uns Kokiri erschaffen. Mit A kannst du Dinge heben. Dieser arrogante Mido. Er will, dass die Steine hier verschwinden. Und jetzt soll ich für ihn die Arbeit machen. Oh Gott, Amido hier. Ui. 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 War da eben blauer Rubin? Nee, grüner. Ui. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und noch ein grüner Rubin. Und noch einer. Und dann gucken wir mal, ob der irgendwas für uns hat, was wir ihm geholfen haben. Mit A kannst du Dinge heben. Dieser arrogante Mido. Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir einfach mal hier in das Haus. Das ist Haus von Mido, Anführer der Kokiri. Gut, dann gucken wir einfach mal rein. Und hier sind Truhen. Vielleicht können wir die aufmachen. Hey, ja.